Vor 23 Jahren an dieser Stelle machte ein gewisser Hans van Zetten seine erste Reportage fürs Fernsehen. Lang ist es her, jetzt ist er wieder hier und dann dieses holländische Team. Was war das für eine Mannschaft und Hans, deine Eindrücke dazu? Ja, naja, 23 Jahre zurück war es für erste Mal, dass unsere holländische Mannschaft teilnehmen konnte zu einer Weltmeisterschaft als ein Team. Und jetzt haben wir das wieder gesehen, haben wir doch gesehen, dass ein großes Unterschied in Zeit ist, aber auch in Progress. Sie haben viele Fortschritte gemacht im Turnen und wir haben das Glück, dass wir zwei große Talente in unserer Mannschaft haben. Ich meine natürlich Epke Sonderland am Barren und die Rechtstange und unsere Jeffrey Wammers in Mehrkampf, aber besonders am Sprung. So, wir sind glücklich, dass wir teilnehmen können und vielleicht auch die Schritt machen können nach der nächsten Weltmeisterschaft in Tokio. Es sind junge Leute dabei, die sind entwicklungsfähig, also ist die Hoffnung berechtigt. Sie müssen inhaltlich zulegen, Stabilität zulegen, aber die Möglichkeit in die Olympic Family zu kommen ist natürlich ganz schön hart, 12 Teams. Wird das möglich sein, schon im nächsten Jahr? Wir träumen davon. Aber wenn wir wirklich realistisch sein, denke ich, dass das ganz, ganz schwer werden soll. Aber dieses Jahr haben wir einen japanischen Trainer bezogen bei der Mannschaft, Sadao Hamada, sehr erfahrungsreich. Und wir glauben mit seiner Hilfe und mit unseren Talenten, die Jungen, ja, dass wir noch viele Schritte machen können. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass man immer die Schritte nach vorne machen kann als Mannschaft und dass man dann höher kommt. Und ob das gut genug ist, das werden wir später sehen. Letzte Frage, um die Zuschauer in Deutschland ein wenig neidisch zu machen. Wie viel überträgt das holländische Fernsehen von diesen Weltmeisterschaften? Naja, wir machen gestern, jeden Abend haben wir ein Spezialprogramm zwischen 11 und 12 spät, von einer halben Stunde bis eine Stunde. Und die Finale werden wir live übertragen, hier vom Ahoy. Und das machen wir speziell noch an die letzten zwei Tage. Dann wird auch das Programm präsentiert vanaus Ahoy. Und dann haben wir alle kleine Filme gemacht vorher, die wir da auch dazwischen machen können. Das wird ganz toll sein. Und hier in Holland ist man sehr begeistert über das Leistungsturnen. Dann wünsche ich eine arbeitsreiche und auch fröhliche Turnwoche für die Fernsehzuschauer und für Sie persönlich. Dankeschön. Ich danke vielmals meinen Kollegen aus Deutschland.